Hallo liebe Freunde der gepflegten Simulation und willkommen bei Nago Simuliert. Ja, heute mal wieder mit der Yui UH 1A und wir steigen mal ein. Dann wird es ein bisschen leiser. Wir fliegen heute in Las Vegas, also auf der Nevada Training Map. Einfach den freien Flug, also die Sofortstartmission, die einzige, die dabei ist leider. Und ich dachte mir, es geht heute mal ein bisschen habbern am Hubbardamm, am Hooverdamm. Heben wir mal ab. Dodge 1, airborne. Oh. Bisschen mehr Pedal hier. Hier ist eine ganze Menge los. Da fliegen eine ganze Reihe Jets rum. Und auch zwei Helis sind hier auf dem Weg zum Startplatz, aber wir fliegen einfach jetzt hier Richtung Süden. Hier vom Taxiway los. Und warten nicht auf Startfreigabe oder irgendwas. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Flugfunk ist auch. Jetzt ist die Mission schon erfolgreich, man braucht hier nur starten. Dieser Flugfunk ist mit dem Helikopter nicht so richtig funktionstüchtig. Irgendwie der versteht das AirTaxi nicht. Kommt damit nicht klar. Ich habe mich immer gewundert, aber ich habe es letztens gehört, das liegt wohl daran. Wir machen einen kleinen Flug über das Stadtgebiet von Las Vegas. Und zwar will ich versuchen, den Highway 11 zu erwischen. Den sollte man erreichen, wenn man hier von der Nellis Air Force Base hier einfach Richtung Süden fliegt. Dem folgen wir dann nach Boulder City. Und dann geht's ab in den Canyon vom Colorado River. Und da kommen wir dann auf den Hooverdamm zu. Ist ein bisschen kleiner Umweg. Man kann auch jetzt hier direkt Richtung Westen fliegen und über den an der Südküste vom Lake Mead lang. Aber dann kriegt man den Hooverdamm halt von der Nordseite. Und da sieht er natürlich nicht so spektakulär aus. Und man müsste dann erst wieder in den Canyon rein. Und naja, geht auch. Aber ich will ein bisschen mehr Stadtgebiet haben. Weil ich muss sagen, also wo die Städte hier bei DCS eigentlich echt toll aussehen, ist die Landschaft teilweise doch ein bisschen karg. Vor allen Dingen, das Mesh ist nicht besonders hochauflösend. Ich weiß nicht, ob es an meinen Detaileinstellungen, ich glaube, ich spiele nur auf Mittel, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wegen VR-Performance halt. Aus der Entfernung geht es natürlich, sehen die Berge ganz gut aus. Aber wenn man näher ranfliegt, ist es natürlich schon echt teilweise schon ein bisschen, naja. Aber es ist ja auch nicht mehr das aktuellste Spiel. Und irgendwie muss man sich die Zeit vorher vertreiben, bis der Microsoft Simulator rauskommt. So, ich gebe mal ein bisschen Stoff hier. Wie gesagt, Richtung Süden. Also die Städte natürlich, also hier Las Vegas, sieht echt klasse aus. Hier kann man auch, es gibt zwar keine Helipads, also ich habe zumindest noch keine gefunden. Aber man kann auch hier irgendwie auf den ganzen Parkplätzen immer mal so Landeübungen machen und so. Da hat man auf jeden Fall viel Spaß. Natürlich hinten der Strip. Ich habe das ja in dem einen Video schon mal gezeigt, allerdings noch ohne VR. Am Strip entlang fliegen. Die ganzen Casinos da hinten. Haben sie klasse gemacht. Noch ein bisschen mehr. Das dürfte jetzt hier die 115 sein. Der fliegen wir einfach nach. Ja, Richtung kommt ungefähr hin. Ja.
meine VR-Euphorie ist schon so ein bisschen verflogen mittlerweile. Also die ganzen Sachen, die ich so im Stehen spielen kann, spiele ich schon seit 2-3 Wochen nicht mehr oder noch länger. Habe ich auch alle nicht so oft gespielt, hat mich nichts länger irgendwie gefesselt. Alles mehr so Spielereien. Für Simulationen natürlich nach wie vor echt top. Aber das Einzige, was ich zurzeit noch spiele in VR, ist Dirt Rally 2 und die Helikopter-Simulationen, also vor allen Dingen X-Plane und DCS halt. Würde auch Aerofly FS2 spielen, aber ich habe den R22 langsam ein bisschen über. Würde echt mal mich freuen, wenn es da nochmal einen anderen Heli gäbe. Der Yui hier wird nicht so schnell langweilig, da hat man ein bisschen mehr Systemtiefe, auf jeden Fall. Beim Aerofly ist ja nicht besonders viel gemacht, da kann man halt auch nicht Code und Dark starten und so. Und der R22 ist natürlich mit seinem Kolbenmotor sowieso nicht so kompliziert. Naja. So. Muss ich aufpassen, jetzt geht's hier irgendwann auf Highway 11. Jetzt nicht ganz sicher. Könnte auch der schon sein. Ich habe jetzt nur bei Google Maps geguckt. Die Strecke hier über dem Stadtgebiet lang. Fand ich halt schöner vom optischen her hier wie gesagt als die Wüste. Ich hatte auch verschiedene Missionen schon durchgespielt und überlegt, ob ich die zeige, aber ich fand die alle nicht so berauschend von der Grafik her hier vom DCS, also die Missionen, die dabei waren jetzt, die Elbrus-Rettung im Kaukasus. Da hat man so eine nebige Bergszenerie und es sieht nicht so schön aus in dem Nebel. Also die Berge sind dann irgendwie so komisch milchig dann und ein bisschen merkwürdig. Und die andere Mission, Luftrettungsmission im Persischen Golf, hatte ich noch durchgespielt. Da fliegt man fast nur über Sand. Ja. Fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Ist auch eigentlich nur einmal zum Einsatzort fliegen, landen, wieder zurück zur Basis. Also die Elbrus-Rettung auf jeden Fall interessant. Also interessanter auf jeden Fall als die einfache Luftrettungs- oder auch die schwierige Luftrettungsmission, ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass die dann eben bei Nacht stattfindet. Persischen Golf. Ja. Im Forum von DCS oder von Eagle Dynamics gibt es natürlich wohl eine ganze Menge zum Download an Missionen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir hier richtig auf Boulder City zu kommen. Jetzt müsste hier irgendwann Henderson kommen und dann Boulder City. Ich hoffe, dass es jetzt hier passt. Ja, auf jeden Fall Richtung Osten hier. Habe ich vorhin gesagt, Richtung Westen zum Lake Mead? Das muss natürlich Richtung Osten sein. Von der Nellis Air Force Base aus. Ja, ihr seht hier die Wüstenlandschaft, auch in Nevada, ist halt ziemlich karg. Also, es ist halt auch so. Aber es ist nicht so spektakulär. Und das sind natürlich keine Satellitenbilder hier. Wobei, ja, schlecht auflösende vielleicht. Da sehen die Stadtgebiete ja doch viel interessanter aus.
hier ruhig noch ein bisschen mehr Stoff geben. Ah, ich bin eben sowieso nicht so viel am Spielen. Also Rallye und Heli ist eh das Einzige, was ich noch mache zurzeit. Und Rallye mache ich nicht so gerne Videos zu, weil ich fahre das eigentlich mehr just for fun und fahre nicht so gut. Und ach, ich weiß nicht, es ist nicht so schön, da was zu erzählen, denn man hat ja den Streckenansager und der quatscht einen dann rein, also kann man gar nichts erzählen, während das Video aufgenommen wird. Und dann einfach nur die Strecke zu fahren, finde ich jetzt nicht so aufregend. Auf jeden Fall für Leute, die gerne Dirt Rally 2 fahren, gibt es natürlich die total geile Neuigkeit. Am 24. März kommt ein neues Add-on. Oder ein kostenloses für die Leute, die mindestens eine Season gekauft haben, einen Season Pass gekauft haben. Und zwar zwei neue Strecken in Schottland, Rallye. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, ob die noch mehr machen oder ob es das jetzt war. Hätte nichts dagegen, wenn das so seasonmäßig weiterlaufen würde und sie dann weiter Strecken in der Qualität liefern. Jetzt kommen wir hier in die Wüste. Da wird noch was gebaut. Hier. Das dürfte jetzt Boulder City sein. Muss man eben husten. Dummerweise kann ich das Mikrofon vom Oculus bislang nicht mit Tastendruck muten. Bei meinen anderen Videos habe ich dann einfach das Mikrofon gemutet, wenn ich husten musste. Aber hier weiß ich noch nicht, wie ich es machen kann. Deswegen sorry dafür. Aber keine Angst, es dürfte kein Corona sein. Und übers Video ist es eh nicht ansteckend. So. Hier schon ein bisschen weiter Richtung Norden. Boulder City. Wir sind schon nah dran am Hoover Damm. Da sieht man den Lake Mead. Oder Matt, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Lake Matt vielleicht auch.
Meat klingt so nach Fleisch, aber also wird MEAD geschrieben. So, wir folgen jetzt hier den Powerlines. Zumindest zeitweise. Denn ich will hier durch den kleinen Canyon durch. Ihr seht ja schon, das Mesh ist nicht so hochauflösend. Es ist ganz schön zerklüftet, die Landschaft. Also nicht so feinstufig abgestuft. Ich werde gleich noch deutlicher sehen, wenn ich jetzt hier näher rankomme an den kleinen Mini-Canyon hier. Vom Huberdamm gehen natürlich eine ganze Menge Stromleitungen weg. Das ist ja, versorgt ja die ganze Stadt hier mit Energie. So, jetzt geht's hier abwärts. Mal die Instrumente im Auge behalten. Dass es im grünen Bereich bleibt. Der Canyon vom Colorado River zu sehen. Da fliegen wir jetzt rein. Da ist er. Der Colorado River. Und die brauchen wir nur noch nach Norden folgen und dann ist man schon im Huberdamm. Da ist schon die Brücke zu sehen und hinten schon ein Teil der vom Damm. Und ich will mal sehen, ob ich jetzt hier schön hovern kann am Huberdamm. Ja, ich bin ein bisschen zu früh langsam hier. Das geht noch. So, Geschwindigkeit abbauen. Ja, schön gemacht. Auf 0 Knoten kommen hier. Und dann direkt unter der Brücke. Ah, Helikopter sinkt. Bisschen mehr Kollektiv. So. Einigermaßen ruhig halten. Wenn sich ein bisschen stabilisiert hat, will ich mal suchen, ob ich ein bisschen in die Außenansicht gehen kann. Mal sehen. Es ist mir zu gefährlich hier. Jetzt noch die Ansicht zu drehen, weil in der Außenansicht dann, während die Kamera dreht, zu fliegen. Da ist die Brücke schon hinter uns. Bin ich hier auf einer Stelle geblieben. Wenn man jetzt cool ist, kann man hier in den Bereich hier noch reinfliegen. Mal sehen. Also hier kann man natürlich nicht so tolle Experimente machen wie in X-Plane, weil hier ist das Schadensmodell doch relativ genau. Ich traue mich jetzt auch nicht hier weiter noch tiefer zu gehen, weil ich Angst habe, dass die Rotorblätter hier an die Seiten anschlagen.
Aber hier kann man gut sehen, ob man auf einer Stelle bleibt. Havan. Ja, da kann man hier schön. Kann man sich auch eine schöne Mission zurechtklicken. Mit Sicherheit. Gibt es vielleicht auch welche zum Download irgendwie? Ich habe mir noch gar nicht so genau angeguckt. Ich hätte schon gesehen, ich will jetzt mal oben über den Damm rüber. Es gibt auf jeden Fall so ein paar dicke Mission Packs mit einigen Alternativmissionen oder mit einigen abwechselnden Missionen irgendwie für Las Vegas und auch für Dubai. Die sahen ganz interessant aus, aber ich habe es bis jetzt noch nicht irgendwie mal geschafft, die mal zu installieren oder mal auszuprobieren. Also Simcopter habe ich da gesehen und Dubai Dispatch. Zu Dubai Dispatch hat auch Belgiot gerade ein Video gemacht, das kann man sich angucken. Sah auf jeden Fall ganz spaßig aus. Mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwo landen kann. Das ist schon klasse gemacht hier. Fahren sogar Autos rüber über den Damm. Also hier auf den Stützen zu landen ist nicht zu empfehlen. Da ist irgendwie die Abfrage komisch. Also ich bin da jedenfalls abgerutscht. Das war ein bisschen merkwürdig. Da fliegt sogar ein Vogel rum. Wir landen hier einfach bei dem Gebäude. Mal sehen, ob das passt. Dann mal die Brücke hier. Macht uns auf jeden Fall sehr viel Spaß, der Yui. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video zu den anderen Helis, aber da müsste ich mir erst noch die Startup Procedure wieder drauf schaffen und es kommt ja auf jeden Fall für DCS noch die Bo 105, da freue ich mich sehr drauf. Die werde ich mir auf jeden Fall noch holen. So, langsam absetzen. Können wir hier runterdrehen. Ja. Dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß und schaltet wieder ein bei Nagel simuliert. Bye bye!